Martin, so sieht ein Luxusliner von innen aus. Ja, richtig. Wir sind hier ein Loftliner 82LB mit einer sehr reichhaltigen Ausstattung, einem sehr schönen Design, vollen Leder. Hier lässt sich's drin wohnen, leben und arbeiten. Wir machen es mal ganz schnell. So sieht die Küche aus. Das ist das Bett, Martin, kein Queen-Size-Bett, ne? Wie kannst du hier drin überhaupt arbeiten? Ja, man muss auch immer mal einen Frosch schlucken, aber ich sag mal so, wenn man das Bett hinten sieht, das ist schon natürlich wahnsinnig breit, lang. Also ich habe da schon echt eine schöne große Liegewiese. Ist auch schön. Ich bleib mal beim Mittelbett, Queensbett, aber das Einzelbetten hat ja auch was für sich. Wie gesagt, wenn ich ein großes Bett haben will, ist das das Beste, was man haben will. Das ist auch schon sehr schick, Martin, ne? Ja, das Schöne ist, wenn es blinkt im Video, dann weiß man, dass es LED-Licht ist und es braucht verdammt wenig Strom. Sehr gut, sehr gut. Also ich muss auch sagen, das ist sehr schick. Wie heißt das Fahrzeug? Das ist der Loftliner 82 LB auf 10 Tonnen Euro Cargo Chassis. So, das ist der Morelo Loftliner 82 LB. Dieses Fahrzeug ist 8,58 Meter lang, 2,40 Meter breit, 3,46 Meter hoch auf einem Euro Cargo von Iveco. Das Gesamtgewicht bei diesem Fahrzeug ist 10 Tonnen und ich habe eine Zuladung von knapp 2.300 Kilo. Und jetzt, Martin, kommt das Beste. Einen tierischen Rabatt haben wir. Richtig, bei diesem Fahrzeug haben wir aktuell den Preis reduziert und haben einen Rabatt von 60.000 Euro für euch eingeräumt. Also ein Luxusliner für 359.450 Euro statt die 414.000 Euro Listenpreis. Also da spart ihr richtig Geld. Mal kurz ehrlich, wie oft haben wir einen Rabatt von 60.000? Ja, sag mal so, bei unseren kleineren Fahrzeugmarken gar nicht. Das geht ja nicht. Das ist das Auto umsonst. Aber bei so einem Fahrzeug aber auch relativ selten. Wir reden in der Regel mal von 30.000, 35.000 Euro Rabatt bei einem Luxusliner von Morelo. Aber 60.000, das ist schon echt ein Wort. Und wenn ihr das Fahrzeug seht mit der Ausstattung, das Ding ist voll ausgestattet, da bleibt kein Wunsch offen. Was hat das Ding unter dieser Haube? Hier ist ein 6,7 Liter Sechszylindermotor mit 258 PS, einen 190 Liter Dieseltank und 30 Liter AdBlue-Tank. Wie sieht's aus? Ich hatte letztens hier noch einen Moreno mit 280 PS, der ist jetzt etwas weniger. Wie viel braucht denn das Fahrzeug mindestens? Also mal so ein Fahrzeug braucht mindestens eigentlich, würde ich sagen, wenn alles was über 200 PS wäre gut. Hier ist schon wirklich, da ist Luft drinne. Also hier mit Kasslerberge, die Alpen, die Pässe, überhaupt kein Problem. Das ist jetzt schon ein Highlight, ne? Also eine vernünftige, schöne Garage, die natürlich auch beheizt ist und die Technik natürlich sehr sauber verbaut. Hier hinter sind die Batterien, der Wechselrichter mit dem Ladegerät. Auch ich kann einstellen, dass ich die Heizung, die Garage mitbeheize oder nicht beheize. Gerade schön, wenn es kalt ist, dass wirklich der Rücken, wenn ich schlafe, auch eine bestimmte Wärme kriegt, keine Kältebrücke hat. Alu-Riffelboden schon mit drin. Das heißt, wenn ich hier mit Fahrrädern, Mopeds reingehe, ist das überhaupt kein Problem. Der Boden schadet nicht. Und wenn die 2.200 Kilo Zuladung nicht reicht, wir haben eine Erkupplung, da können wir nur 3.500 Kilo dranhängen. Das ist halt wirklich ein Vorteil des Fahrzeugs, ne? Das muss man wirklich sagen. Führerscheintechnisch kann ich es ja eh machen, ne? Genau, also Führerschein, ich bin über 7,5 Tonnen, ich brauche sowieso den größeren Führerschein, da habe ich gar kein Problem mit. Und hier kann ich natürlich einen schönen Anhänger machen, wenn ich doch mal einen PKW mitnehmen will, gerade mal auch ein anständiges Auto mitnehmen will, nicht nur mit einem Smart durch die Gegend fahren möchte, kann ich hier einen vernünftigen PKW hinterhängen und habe dann alles mit. Ich persönlich sag mal so, mit den Garagen brauche ich ja noch mehr Platz auf dem Campingplatz, wenn ich das Fahrzeug eben rauslassen will. PKW-Anhänger vorne auf dem Parkplatz hinstellen, parken, hinten auf dem Platz fahren, kann ich gemütlich einparken. Das Fahrzeug hat eine gemütlich gute Länge unter 9 Meter, dass ich auch in Italien oder Spanien mal auf den kleinen Plätzen komme. Martin, warum diese zwei? Was sind das? Sind das Kameras? Das sind Kameras, ja. Warum zwei? Ja, wir haben gedacht, eine reicht nicht. Nein. Die obere, die schwarze, ist die sogenannte Rückfahrkamera. Das heißt, die aktiviert ich automatisch, wenn ich einen Rückwärtsgang einlege mit einem Shutter. Das heißt, ich kann in zwei Richtungen die Kameras einstellen. Einmal nach unten, dass ich direkt nach dem Fahrzeug gucken kann beim Einparken oder halt hinten wie so ein Rückspiegel. Und die zweite Kamera, die ist verteilt, wenn wir mal gucken, die sind an der Seite. An beiden Seiten auch nochmal dran und vorne auch. Das ist die sogenannte 360 Grad Bird View. Kennt man vielleicht auch im Pkw-Bereich, dass ich mein Fahrzeug von oben beim Einparken sehen kann und dementsprechend auch wirklich alles sehe, was im Weg ist. Und der Beifahrer muss in dem Fall nicht mehr beim Einparken aussteigen.
Hier haben wir natürlich das Murillo-übliche Technikfach, normalerweise mit Licht, aber wir haben in der Lampe die Batterien noch nicht reingemacht, weil die auf Bewegungsmelder geht und dann, die, wenn ihr das Fahrzeug kriegt, auch wirklich anständig neue Batterien haben sollt. Auch hier sieht man wieder typisch, ganz normale Haushaltselektrikverlegung, wie sich das gehört und alles sauber angesetzt. Man kommt überall bei, an Hauptschalter, an den Sicherungen, an den 230 Volt Sicherung FI-Schalter. Alles hier sehr schön sauber verbaut und das ist typisch Murillo, das macht mir immer Spaß im Fach. Ich finde, das sieht immer ein bisschen aus wie so eine Schulungs-, wie so ein Beispiel, weißt du, ein Experimenttisch. So sollte es sein. Ja, ja, so wie so eine Schulungs-, wie so ein, so, ja. Als genau, man so sollte es eigentlich sein, aber halt bei Murillo, wir sind in der Preisklasse, da ist die Zeit dafür da, beim Bauen auch die Leitung vernünftig zu legen. Und halt in den normalen Reisemobilbereich ist es halt anders. Sie müssen schnell, schnell produziert werden. Und das kennt jeder Wohnmobilbesitzer. Der wundert sich schon manchmal, wo die Kabel liegen. Und das hat man beim Murillo nicht, weil so wie der Strom verlegt ist, sind natürlich auch die Wasserleitungen, Frischwasser- wie Abwasserleitungen im Fahrzeug verlegt. Also normalerweise kann man sagen, hier kann ich nochmal einen Elektriker dran schenken. Und bei einer Wasserleitung könnte ich auch einen ganz normalen Sanitärfachhändler dran schenken. Der würde sofort damit zurechtkommen. Jetzt gibt es noch so ein paar technische Highlights, ne? Erzähl mal, was es hier mit auf sich hat. Hier drin ist, finden wir unsere alte Warmwasserheizung, die 30+, mit der Hochdruckpumpe. Das heißt, das Wasser hat, die Wasser haben keine Tauchpumpen, sondern will ich eine Druckpumpe, wie zu Hause, einen ordentlichen Druck an der Dusche habe. Hiermit heizt sich das Fahrzeug auf Gas und wie auch auf Strom im Mischbereich möglich und mache das warme Wasser nur. Für diese Dauerduscher kann das manchmal zu wenig sein. Deswegen hat dieses Fahrzeug noch eine alte Flo. Das ist ein zusätzlicher Durchlauferhitzer. Das heißt, hier könnt ihr rein theoretisch stundenlang duschen, bis der Wassertank leer ist und ihr habt immer warmes Wasser. Weil er Durchlauf erhitzt. Ne? Genau. Er hat Durchlauferhitzer. Also das heißt, hiermit hat man wirklich keine Probleme mehr. Normalerweise die alte 30+ vom Wasserdurchlauf reicht. Aber es gibt welche, die immer noch sagen, ja, ich stehe da so gerne so lange unter der Dusche. Ja, es ist ja auch dann so ist das noch eine Verbesserung. Ich meine, es ist ja auch der Luxus pur, richtig lange duschen zu können im eigenen Wohnmobil. Man geht ja doch dann eher auf die Campingplatztoiletten genau. Und Co. Und ja. Ich habe ja hier 360 Liter Frischwasser, also ich kann ja auch ein bisschen duschen, wenn ich möchte. Ja. Also ist gar kein Problem. Und dann habe ich natürlich auch die ganz saubere Verlegung hier der Abwasser. Also wenn ich mal die Tanks leer machen möchte. Ich habe die Supersense zum Beispiel zum genauen, auf 1% genau anzeigen. Was habe ich in den Tanks drin? Wir haben hier schon einen Frischwasserfilter, das heißt, das Wasser, was ich drin trinke, ist immer gefiltert. Wie gesagt, Abwasser, Fäkalientank kann ich wunderbar ablassen mit Spülfunktion. Das heißt, ich kriege eine Gardena-Strauch an, kann mal die ganzen Tanks spülen. Ich habe eine Umpumpfunktion, das heißt, wenn ich jetzt den Abwassertank voll habe, aber den Fäkalientank noch gar nicht so viel benutzt habe, kann ich das Abwasser auch in den Fäkalientank pumpen. Vorteil ist, ich habe ja Reinigungsmittel durch mein Duschzeug alles drin, was auch entfettet. Und somit reinige ich automatisch auch ein bisschen meinen Fäkalientank gleich. Und was ist das? Hier ist der Gastank. Wahnsinn. Wir arbeiten ja nicht mit 2x11 Liter, sondern hier haben wir einen 150 Liter Gastank drin. Ähnlich wie man es kennt bei LPG-Gasautos ist hier praktisch LPG-Gas drin. Ich kann ganz normal an eine Tankstelle fahren und kann mein Gas wieder auftanken, muss keine Flaschen tauschen und habe natürlich auch einen riesigen Vorrat an Gas. Ja, Wahnsinn. Bis die 150 Liter weg sind, das dauert schon eine ganze Ecke. Was ist da drunter? Hier haben wir auch noch eine Klappe. Da können wir auch noch mal reingucken. Alles sehr schön zu öffnen. Hier zum Beispiel habe ich noch mal den Zusatzschlauch für den Abwassertankentleerung. Man kann ja nicht immer genau auf dem Gulli stehen. Sieht aus wie ein Feuerwehrmotor. Ja, sieht aus wie ein Feuerwehrschlauch. Braucht auch, weil das soll ja auch nicht ewig dauern, bis, ja. bis so ein Abwassertank mit 200 Liter und mehr leer ist. Und ich hätte da so ein kleines Gardena-Schläuchchen dran. Ja. Ne, so viel Essen kann man ja gar nicht mitnehmen. Schöne bei dem Fahrzeug ist auch, der hat hier sogar noch einen Druckluftanschluss. Haben wir, glaube ich, ungelogen, so noch in keinem Video gezeigt. Genau, dieser Druckluftanschluss, warum macht man das? Das Fahrzeug ist ja ein Eurocargo, also ein echter LKW. Ein LKW hat eine Druckluftbremse. Das heißt, ich habe automatisch einen Kompressor. Jetzt habe ich mal einen platten Reifen, gar kein Problem. Ich habe einen Druckluftanschluss und könnte damit sogar rein theoretisch die Reifen aufboosten. Luftmatratze würde ich jetzt nicht empfehlen, weil da ist so viel Druck drauf, die wird zwar aufgeblasen, macht dann aber schnell Peng. Hat sich das Thema erledigt, aber auch wenn man mal was abpusten will oder sonstiges, wenn man was schmutzig hat, einfach mal wegpusten, kann man damit sehr schön machen. Ist ein handelsüblicher Anschluss, das heißt, kennt man vielleicht aus Kfz-Werkstätten oder so, kann ich ganz normal einen Druckluftschlauch dran machen und alles ist okay. Du hast es selbst gesagt, must have, wir haben schon öfters darüber gesprochen, immer wieder schön, das beleuchtete Murillo-Zeichen. Ja. Ich weiß es schon, bei der Fahrt geht's aus. Bei der Fahrt, sobald sie den Motor anmacht, zur Null anmacht, geht's aus, weil das während der Fahrt nicht an sein darf, aber Wenn ihr ein Murillo habt und ihr seid im Murillo-Club und ihr steht auf einer Murillo-Veranstaltung, ihr seid der Einzige, der das nicht beleuchtet hat, dann fallt ihr auf. Deswegen ein Must-Have, weil alle haben das an.
Und ja, braucht kein Mensch, aber sieht total doch, schick doch, aus. Doch. Ich finde, es sieht total man schick braucht aus. Es. Man braucht es. Es kommt auch nicht so gut auf der Kamera rüber, aber es ist wirklich totschick, ne? Also das muss man wirklich sagen. Sehr genau verarbeitet. Ein Foto, es ist leicht warm auch, ne? Das ist auch geil, ne? Es ist so eine, so, es fühlt sich ein bisschen gelartig an, also es ist so ein sehr hochwertiges Material. Ja, ja. Also es ist wirklich toll. Und wenn es an ist, sieht es auch wirklich total schick aus, wenn man im Dunkeln steht, macht schon was her. Ich meine, man lebt deswegen nicht besser im Reisemobil, aber es ist einfach so, warum hat der Mercedes immer noch einen Mercedes-Stern? Ja. Das gehört einfach dazu. In diesem Fahrzeug haben wir mal nicht die Lounge-Version ausgesucht, sondern eine Basisgruppe. Basisgruppe wird sehr gern genommen von Leuten, die zu zweit reisen oder aber auch gerade Leute, die vielleicht auch im Reisemobil noch ein bisschen arbeiten müssen oder wollen. Die können hier natürlich sehr schön sitzen, arbeiten. Man hat einen super Tisch, stabil, hier kann ich mal ein Notebook draufstellen, ich kann arbeiten, ich kann aber auch super essen. Und wenn ihr Freunde habt, die zum Essen kommen, ist das alles auch kein Problem. Ihr zieht einfach den Tisch aus. Und dann kann ich auch hier vernünftig das essen. Sehr cool, ne? Also man hat Platz genug, aber das ist natürlich, wenn du da sitzt und du machst den Fernseher an oder sonst, ist es schon super gemütlich. Oder ein schöner Spieleabend, mal ein bisschen knobeln mit dem Partner. Ich finde, dass es eine Dinette ist, die jetzt wirklich zwei Funktionen hat. Ne? Also wir haben diesen, wie du schon sagtest, Arbeitsbereich. Genau. Und hier haben wir quasi jetzt eine Bank, wenn der Tisch wieder weg ist. Ne? Richtig. Also wir kann natürlich, trotzdem kann man sich natürlich auch wunderbar hier schön gemütlich hinlümmeln. Also es ist beides da. Wir haben ja insgesamt vier Sitzplätze. Zwei, drei, vier, die auch während der Fahrt genutzt werden können. Und was ich bei diesem Fahrzeug sehr schön ist, er hat kein Hubbett. Und ich habe hier oben wirklich alles sehr offen mit Schränken belegt. Es schränkt hier nirgends so was ein. Auch ich bin jetzt nicht der Größte, aber auch ein großer Mensch hier wirklich vernünftig stehen kann. Wird bei Barversionen sehr oft gemacht ohne Hubbett, weil doch die Fahrzeuge, man merkt es immer mehr, dass wirklich zwei Personenfahrzeuge sind. Mhm. Jetzt kommt Oma, Opa, sagt, ich will Enkelkind mitnehmen. Meistens sind die Enkelchen klein, das Bett ist hinten so groß, das liegt in der Mitte, perfekt. Kleines Detail übrigens noch, finde ich sehr schön hier. Auch die Umrandung des Dachfensters mit nochmal den Lichtleisten ist natürlich perfekt hier auch in der Mitte. Ne? Genau. Sehr, sehr hübsch. Ja, ist alles wirklich passig stimmig abgearbeitet, weil normalerweise könnte man auf diese Dachluken, die dann in diesem Plastikrahmen für der Dachlupe nochmal eine Lampe drin haben, weil meistens passt das nicht wirklich so zu dem Rest des Fahrzeuges. Und hier ist natürlich, sind wir in einem Segment, wo wir natürlich auch Wert auf Design legen. Und das muss alles stimmig sein und das ist da wunderbar mitgemacht. Wir haben hier auch die wunderbar schöne große Panoramadachluke über der Sitzgruppe, die wir zusätzlich bei diesem Fahrzeug mitbestellt haben. Und du wirst ja massig Stauraum haben, ne? Ohne Ende. Ohne Ende. Also wir haben Stauraum ohne Ende, wenn ich hier alleine gehe. Ich sage, alleine diese Apothekerschränke, also ich habe es bis heute noch nicht verstanden, aber die Frauen, die lieben ihn. Na, ich habe da hier in diesem Fall sogar zwei von. Also ich kann wirklich Gewürze, Dosen, alles, was ich möchte, noch mit abstellen. Ich habe den sehr großen Kühlschrank mit extra Frostfach dabei, der auch von beiden Seiten zu öffnen ist. Auch hier kann ich genug mitnehmen. Und morgens für die Brötchen oder eventuell mal eine Pizza habe ich hier noch einen kleinen Backofen. Hammer. Ne? Weil, wie gesagt, ganz ehrlich, ein Schweinebraten macht kein Mensch im Reisemobil oder selten. Aber so ein Brötchen auf Bank oder vielleicht auch mal eine Pizza, wenn man unterwegs ist, dass man sagt, so, ich will nicht erst groß ins Restaurant, sondern ich will nur schnell was essen, weiterfahren. Wir haben eine riesen Küche mit Ablageflächen, ein Drei-Flammen-Kocher. Ich habe trotzdem hier noch über rechts, links vernünftige Ablageflächen. Wenn ich Waschbecken benutze, habe ich hier alles aus Mineralstoff, aber auch sehr große Waschbecken. Durchdesignten Wasserhahn, auch das, da könnt ihr mal gegenklopfen. Das ist kein Plastik, sondern das haushaltsübliche Wasserhähne, die ihr auch von Grohe oder sonstiges kaufen könnt. Das ist wirklich alles Qualität, weil, wie gesagt, ich habe 10 Tonnen Fahrzeug, da brauche ich auch nicht auf Gewicht achten. Spülmaschine, Martin. Ja. Wichtiges Thema. Ja, ich sage mal persönlich gar nicht so. Ich bin ja ein Freund davon. Ja, ja, ich gehe gerne mal in so ein Waschhäuschen abwaschen. Da trifft man auch andere Männer, Leinsgenossen. Ach so. Und das ein oder andere Bier ist da auch schon mal geflossen. Das fällt natürlich mit einer Waschmaschine weg. Aber natürlich, ja, ein super Luxus. Eine riesengroße Spülmaschine, die ich hier betreiben kann. Und ganz ehrlich, wenn ich mit der Spülmaschine abwasche, verbrauche ich weniger Wasser, wie wenn ich hier drin abwasche. Weil die Spülmaschine, wo ich zu Hause auch immer das gleiche Wasser nehme, durchspüle, mit Reinigungsmitteln nachher abpumpt, das Thema erledigt. Aber Luxus ist kein Problem. Also wie eine Spülmaschine geht, muss aber nicht. So, man sieht auch eine wunderbar schön große Dusche. Ich habe hier richtig Platz drin, ich kann mich drehen, ich habe nach oben die Höhe. Wir haben schön noch ein Fürzhandtuch oder irgendwelche Kleider, noch einen schönen Haken hängen. Das heißt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit, vernünftig groß zu duschen. Und ist auch eine Glastür, ne? Das ist eine Glastür, ja. Hört man, also wirklich eine richtige Glastür. Und wenn man dann mal sieht, das große Toilette. Ich habe hier natürlich ein Raumbad.
Ich mache die Tür zu. Ich kann die Tür aber auch komplett umlegen. Es gibt ja welche, die sagen, oh, das ist zu eng. Kann man aufmachen, die Tür kann man wirklich komplett umlegen. Ich kann sie aber auch einfach hier so zumachen. Habe ich meine Privatsphäre, kann duschen, kann mich hier fertig machen. Einen wunderbar großen Spiegelraum. Also wirklich von allen Seiten. Ja, gucken wir, ob die Haare auch liegen. Passt, geht einigermaßen. Ich kann also wirklich hier vernünftig meine Zähne putzen, mich rasieren, auch als Frau föhnen. Alles kein Problem. Hier ist Platz drin, auch wenn ich auf Toilette sitze. Wunderbar, Platz drin. Natürlich hat das Fahrzeug natürlich irgendwie keinen Tank. Und der Staufläche hier natürlich auch toll, ne? Ja, da kriegst du alles mit. Hier ist alles wirklich da. Ach, und Ablageflächen gerade auch so. Und das hat meine Frau auch mal bemängelt bei einem Hersteller, einem italienischen Hersteller, auch einem Premium-Hersteller, dass sie ein wunderbar schön durchdesigntes Waschraum hatten. Nur leider sagt sie jetzt, sag mir mal eine Stelle, wo ich meinen Lippenstift, meinen Kajalstift, meinen Föhn ablege, die gab es da nicht. Gibt's hier. Und hier gibt's. Also man hat ja, ne, man legt ja was ab. Aber wir Männer ja auch, Zahnbürste, meine Haarbürste legt man ab, wo so hin damit, man will es nicht im Waschbecken legen. Hier ist wirklich Platz drin und hier ist wirklich hier der Raum genutzt. Also überhaupt kein Problem. So, und dann haben wir natürlich hier die mega großen Längsbetten. Ohne Besucher, große Besucherritze. In der Regel kennt man ja das eine Matratze links, eine Matratze rechts und ich muss in der Mitte noch eine Matratze legen. Hier sind die Matratzen so gemacht, dass sie in der Mitte zusammengehen. Ich habe einen vernünftig schönen Einstieg. Habe ein Bettmaß von 2 Meter mal 2,20 Meter insgesamt in der Länge. Und ich habe auch die Möglichkeit, hier unten habe ich noch einen kleinen Regler, dass ich im Schlafraum eine andere Temperatur einstellen kann wie im Wohnraum. Weil man will ja im Wohnraum manchmal so 21, 22 Grad haben, aber Schlafzimmer würde 18 Grad reichen. Ja. Das kann man hier drüber ein bisschen steuern. Aber auch hier jede Menge Stauräume noch drumherum. Und ich kann natürlich auch wieder abgrenzen. Genau. Das ist auch schön. Ich finde übrigens immer ein schönes Detail. Kann man mal hier kurz zeigen. Ja. Diese Abgrenzung, gibt es auch Morelos, die das übrigens auch haben, hat hier oben tatsächlich einen Durchlass. Ne? Mhm. Und diese Abgrenzung, da verschwindet die Tür hier in diesem Türrahmen. Genau. Ne? Da hast du, finde ich, wirklich das Gefühl, es ist ein geschlossener Raum. Weißt du denn aber, warum der Durchlass hier ist? Nee, sag. Jetzt kommst du, das hast du noch nie bedacht. Schau mal, da oben die Klimaanlage. Ja, okay. Ich habe aber auch Liners gesehen von Morello. Ja. Da ist auch das Raumbad. Ja. Beim Querbad war das beim Querbad. Ja. Da ist das geschlossen. Genau. Aber hier ist es, wie gesagt, eine Klimaanlage. Macht man viel wie eine Klimaanlage, damit hat. Man macht es natürlich auch, dass es unten ist ja auch der Schlitz. Man hat auch eine viel schnellere Durchlüftung, wenn man geduscht hat, dass es viel trockener ist. Und hier ist natürlich klar, die Tür kann ich komplett dicht machen. Der Riesenvorteil ist, ich habe 2 Holztüren. Keine Vorhänge. Das heißt, wenn wir einen Oberschnarcher haben, der ein bisschen sehr stark schnarcht, zum Beispiel vorne da mit Hubbett wähle, dann habe ich wirklich audiomäßig auch wirklich eine Abschottung. Und das ist natürlich dann hier dann auch gegeben. Und wir haben noch einen schönen Fernseher hier, ne? Man muss auf nichts verzichten. Man kann auch im Bett nochmal Nachrichten gucken. Gestern Abend haben wir noch sehr lange Nachrichten geschaut. Martin. Ja. 60.000 Euro Rabatt. Genau, 359.490 Euro jetzt im Angebot, sonst weit über 400.000 Euro Listenpreis mit einer Top-Ausstattung. Wir haben 2x 340 Amperestunden Lithium-Batterien. Der Kenner weiß, es ist doppelt so viel Leistung wie bei einer AGM-Batterie. Das heißt, ich sage immer schon, es ist ein kleines Kraftwerk. Wir haben natürlich alles so angeklemmt, dass alle 230 Volt-Verbraucher auch über die Batterie laufen können. Ich habe einen 3000 Watt Wechselrichter drin, da kann ich auch alles mit betreiben, was ich betreiben möchte. Also wirklich, in Technik ist hier nichts gespart. Alles vom Feinsten. Wir haben eine Klimaanlage, haben wir gerade im Bad gesehen. Also das ist wirklich ein Hammerpreis und kommt vorbei, schaut euch das Fahrzeug an, es wird euch gefallen. Lieferzeit kam letztens das Kommentar. Ja, der ist ja hier, also wenn er kommt. Na, rein theoretisch ist es ein Tag. Praktisch, darauf brauchen wir circa drei Wochen, weil jedes Fahrzeug bei uns einmal noch komplett durch den Service geht, durch unsere neue Werkstatt. Wird nochmal für den Kunden komplett durchgeschaut, dass alles funktioniert. Und auch da brauche ich einen Kollegen, der einfach mal ein bisschen Zeit hat, weil wir haben keine Winterpause mehr. Und daher, sage ich mal so, brauchen wir circa 3 Wochen. Ihr kommt, bestellt, 3 Wochen später fahrt in Urlaub. Also vor Weihnachten nach Spanien, kein Problem. Das wäre eine schöne Sache. Martin, vielen Dank für das Video. Immer gerne. Und wir verabschieden uns. Tschüss. Ja, bis dann. Ciao.